macht denn das Minecart hier? Ach so, ja. Servus, ich bin der Simon und das ist wieder eine Folge der United States of Redstone. Ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu unserem großen Projekt. Und ihr seht schon, hier ist eine 2, eine 0 und eine 4. Cool, nicht wahr? Wir sind schon 4 oder über 400 Stunden in dieser Welt. Und ich habe auch ein Foto gemacht hier, wie es genau die 400 Stunden erreicht hat. Das ist schon echt krass. Denn wenn ihr überlegt, ist ein ganzer Tag hat nur 24 Stunden. Und wir sind hier schon 402 Stunden unterwegs. Also Respekt, Respekt. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt aber gar nicht lange darüber, denn ihr habt schon gesehen, hier ist der Schneemann. Den haben wir schon lange hier stehen. Aber hier ist etwas Neues. Ja, hier ist der Berg. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, wie da das Ganze so war, dass hier nur ein Teil des Berges war. Diesen Teil können wir uns auch anschauen, denn im Inneren ist er noch hohl. Ja, und deshalb, da sieht man dann ganz gut auch, wie viel man da verändert hat und wie viel da geschehen ist. Und die Timelapse dazu findet ihr natürlich auch nochmal auf unserem TikTok-Kanal, beziehungsweise hier als Short, wie so ziemlich alles an Timelapses, was ich da so mache. Naja, so, jetzt aber sind wir hier im Inneren des Berges. Man sieht hier echt, wie krass viel wir da hinzugebaut haben. Man sieht von außen leicht, also ich finde, es ist jetzt nicht übertrieben, aber man sieht schon leicht, dass es geterraformt wurde. Weiß auch nicht. Im Endeffekt, wir müssen es ein bisschen so lassen, weil es ist einfach eine Riesenfläche, die ist schwer zu terraformen. Und auch das, was wir hier draufbauen wollen, das, ja, das geht einfach besser, wenn es so gebaut ist. Von dem her stört mich das überhaupt nicht. Ihr habt gesehen, da steht so ein Ding nach oben, so Blöcke, die erreichen nämlich genau die Wolkenspitze. Mal schauen, vielleicht bauen wir nämlich den Berg ein bisschen höher, aber das ist etwas für ein andermal. Und dann haben wir hier die grüne Linie. Die grüne Linie soll eine Sommerrodelbahn werden. Und da oder deshalb eigentlich habe ich die auch mehr so ins Grüne gebaut, habe dann hier einen kleinen Tunnel gebaut, wo sie dann unten reinfährt und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Das können wir dann alles noch schön verzieren. Dann haben wir hier in Blau klassisch einen See. Der wird vielleicht auch noch ein bisschen größer, aber finde ich eigentlich wunderschön, wenn man da so, keine Ahnung, rumspazieren könnte oder so. Weiß nicht, ob man das wirklich braucht, aber würde ich gerne machen. Dann haben wir hier noch in Rot eine große Bergstation, eventuell ein kleines Restaurant, so eine Hütte oder etwas. Und in Rot natürlich die Strecke, die Seilbahn oder der Schlepplift. Das müssen wir schauen, was wir da zusammen programmieren. Das wird hierher kommen. Dann haben wir hier in Orange eine Rodelbahn. Dafür brauchen wir eine Rodel-Engine. Das sollten wir auch hinbekommen. Und wenn wir von oben schauen, haben wir hier drei in Schwarz, drei Skipisten. Dafür bräuchten wir natürlich auch eine Engine. Und das werden so unsere Hauptaufgaben sein, das Ganze zu machen. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir würden eigentlich. Naja, das Spannende wäre natürlich mit den Skiern zu starten. Aber ihr seht schon, ich habe die hier alle in die Luft gebaut. Denn ich bin mir noch nicht ganz sicher mit den Strecken, ob ich die vielleicht noch ein bisschen ändere. Das kann ich erst das nächste Mal ganz sicher sagen. Und deshalb würde ich da gerne mit etwas anderem anfangen. Und zwar mit dem hier. Ja, die Rodelbahn. Die Rodelbahn, die soll hier so circa bleiben. Wir müssen die natürlich auch noch irgendwie ein bisschen eingrenzen. Aber im Grunde, im Großen und Ganzen kann das so bleiben. Und deshalb würde ich sagen, fangen wir an, indem wir mit Command Blocks hier arbeiten. Übrigens zur Ski Engine. Ich habe nämlich schon angefangen oder probiert so, wie könnte ich denn das machen? Und das ist gar nicht so einfach. Bei
der Rodel-Engine, genau. Da brauchen wir eigentlich nur ein Minecart. Wir können dem Minecart sicherlich ein Custom Model Data Dings geben. Dazu schalten wir jetzt mal ganz kurz hier auf normalen Bildschirmübertragung und suchen hier MC Stacker. Genau. Denn hier können wir sehen, sammeln und dann können wir nämlich ein Minecart. Normales Minecart möchten wir natürlich. Minecart. Genau, und da sehen wir jetzt Custom. Nein, das kann kein Custom Model Data bekommen. Aber wir können das sicherlich No Gravity, das wäre. Nee, das wäre egal. No Gravity ist, glaube ich, egal. Dann brauchen wir Custom Name. Die DAX ist Rodel. Display State, da, ja, so. Okay, das heißt, hier haben wir das Ganze, was das müsste true sein. Oh ja, da müssen wir noch schauen, vielleicht müssen wir das auch ändern. Aber gut, wir kopieren uns das Ganze mal und probieren nämlich jetzt in Minecraft das Ganze ein bisschen zu verändern, wenn man das so nennen kann. Also, so. Und zwar fügen wir das hier ein und wir erzeugen das mal. Tada! Und jetzt wäre natürlich spannend, wenn wir hier sagen, Teleport alles, was Rodel heißt. Ich sage zu oft Rodel. Das sollen wir jetzt, keine Ahnung, zu. Ja. Sagen wir in die Blickrichtung der Rodel um 1 teleportieren. Ja, das ist so richtig. Also 1 in diese Richtung. Okay, das ist jetzt, glaube ich, da unten gelandet. Ja, ich probiere das Ganze mal mit einem Chain Command, also hier einem wiederholenden Command, der ist immer aktiv und soll das einfach immer ausführen. Okay, da müssen wir einen Execute-Befehl machen. Wer von euch weiß, warum das jetzt nicht funktioniert hat? Wenn ihr das nicht wisst, dann liegt es daran, dass der Teleport hier vom Command ausgeführt wird. Das heißt, es wird immer vom Command aus teleportiert. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen von der Rodel aus teleportieren, denn ansonsten bleibt die Rodel ja immer auf der gleichen Stelle und das können wir hiermit machen. Oder auch nicht. Jetzt sehen wir das hier und machen hier mit dem Block das. Okay. Ja. Nee. Nee, nicht ja. So, dann machen wir ein 0,1. So. Wie sieht das jetzt aus? Ja, so fährt er die ganze Zeit. Aber fährt er auch hier während dem Teleport hinunter? Das ist jetzt viel Übungssache oder Ausdingssache. Und das wäre jetzt halt wichtig zu verstehen. Wir machen es wieder auf immer aktiv und sehen jetzt gleich hoffentlich, dass die nach unten fährt. Ja. Nee. Das ist nicht cool. Also es würde auf jeden Fall die ganze Zeit fahren. Dann können wir das nicht mit einer Lore machen. Wie sieht es denn aus mit einem Schwein? Das können wir nicht, glaube ich, unsichtbar machen. Das müssen wir jetzt probieren. Schwein und Sattel brauchen wir dafür. Genau.
Ich weiß, man braucht auch eine Karotte, aber wenn ich mich hier drehe, dann dreht sich das Schwein auch nicht mit. Das ist bei einer Lore, glaube ich, genauso. Kann das sein? Denn das ist natürlich auch noch einmal eine Frage. Wenn sich das Ganze hier dreht, dann, nee, da drehe immer nur ich mich. Das wollte ich nicht. Okay, was haben wir denn für Möglichkeiten? Ja, wir können doch sicherlich herausfinden, in welche Richtung der Liebe hier schaut. Oder nee, warte mal. Wenn wir hier, das ist jetzt aber richtig klug. Und zwar als ein. Wo haben wir denn Armor Stands? Da, die sind bei Verschiedenes, nicht wahr? Nein, bei Dekoration. Ich bin aber auch so blöd. So, wir nehmen jetzt diesen Armor Stand als Marker. Ja, das ändern wir noch, glaub mir. Okay, und jetzt müssten wir das so ändern. Und zwar Facing Entity at E. Er faced jetzt alles, was den Typ eines Armor Stands hat. Das würden wir dann eben, wie gesagt, mit einem richtigen Marker machen. Und was natürlich das Limit 1 hat, denn er kann nicht zu 5 Dingern sich gleichzeitig spawnen. Wo ist jetzt wohl der nächste Armor Stand? Ach so! Nee. Hier muss irgendwo ein Armor Stand sein. Okay, wir schauen uns das mal an. Vielleicht ist hier einfach ein Armor Stand, den ich hier nicht gesehen habe. Hä? Wo fährt der denn hin? Ja. Der möchte da ganz rüber. Ah, so, ja. Das ist mein Fehler natürlich. Das war blöd von mir. Wir killen das Ganze mal. Und es muss natürlich der nächste Armor Stand sein, denn ansonsten haben wir ein Problem. Denn dann sucht er sich irgendeinen aus, den er hier gerade findet. So, der nächste Armor Stand. Und noch einmal das Ganze. Und. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. Aber wir sehen hier. Was? Was macht denn das Minecart hier? Ach so, ja. Und somit sind wir auch schon Richtung Ende angelangt. Ihr seht schon einen Haufen, ja, ein wirklicher Haufen an Command-Blöchen. Und was die machen, ist eigentlich ganz einfach. Ich erkläre es euch natürlich noch gerne, bevor wir jetzt aufhören. Hier ist einfach ein Summon-Befehl. Der summont einen Marker. Marker sind Dinger, die haben wir schon mal benutzt. Und die werden nicht gerendert und nicht gezählt. Das heißt, sie sind zwar da, aber Minecraft muss nicht extra rechnen dafür. Das ist besser für euren oder beziehungsweise für meinen Computer und dann, wenn ihr die Welt irgendwann downloaden könnt, dann auch für euren Computer. Wir haben hier einen Marker 1 darüber. Er hat keine Gravitation, er ist leise, ja, das Ding ist unzerstörbar, logisch. Und er hat den Deck Erbahn und 1, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir die nochmal extra ansteuern. Jetzt haben die alle 1, aber naja, vielleicht später mal. Und jetzt haben wir hier das Minecart, das haben wir ja schon zusammen geholt. Das ist einfach ein Minecart mit dem Deck Rodel. Hier, das ist nur ein Befehl für mich gewesen, stimmt, den können wir eigentlich löschen. Und hier haben wir jetzt die Engine, das ist eigentlich zwei Blöcke, ich habe hier noch einen dritten. Erkläre ich euch gleich wofür, denn hier haben wir ein Execute at E, der ist gleich Rodel. Also bei dem Minecart wird das Minecart hier wieder in Blickrichtung, also diese Häkchen heißen in Blickrichtung 0,2 teleportiert nach vorne. Und er schaut, also facing die Entität, das haben wir eigentlich schon ausprobiert, Erban, also den Marker an. Einen Marker nur, nicht alle, das haben wir schon herausgefunden, und natürlich den nähesten. Und hier ist das ganz einfach, denn wenn jetzt bei der
bei dem Marker, bei der Rodelbahn sozusagen, die Entität Rodel auftritt, also das Minecart in der Nähe ist, und zwar genau 2 Blöcke und weniger, das heißt hier Distance, die Distanz von 2 Blöcken, und Punkt Punkt 2 heißt 2 und weniger, also von 0 bis 2. Wenn wir 2 hier so das hätten, dann wäre das 2 und größer, das heißt bei 0 und 1 wäre nichts und bei 2, 3, 4 bis unendlich wäre schon was. Aber wir wollen das natürlich so, damit er nicht zu früh gekillt wird, denn wenn jetzt diese Rodel in der Nähe ist, dann wird die Rodelbahn oder dieser eine Marker dann gekillt. Der ist dann weg und das Minecart kann weiterfahren. Und hier haben wir ganz einfach eine Erkennung, das ist dann nur für den Berg. Und zwar, wenn jetzt bei unserer Rodel, bei dem Minecart, unter dem Minecart der Block Luft ist, dann würde man ja schweben und das sieht blöd aus, vor allem beim Rodeln. Und naja, deshalb wird dann die Rodel 1 nach unten teleportiert. Vielleicht machen wir das noch anders, so 0,2 oder so. Dann sieht das ein bisschen besser aus. Und das war's auch schon. Und ich kann euch das vorstellen. Ich habe den hier jetzt weggemacht. Ich habe den jetzt weggemacht. Naja, ich schreibe den nochmal neu. Denn hier natürlich bei dieser Rodelbahn braucht man den nicht. Ja, und jetzt, ich kann es euch ganz kurz zeigen. Wir haben ja das eine programmiert mit dem Stick. Ah, Stock. Komisch, wenn wir vielleicht auf Deutsch spielen. Und zwar sehen wir jetzt hier, wir müssen den so. So, jetzt sehen wir hier die ganzen Marker und das Minecart würde dann hier fahren. Dann löscht er sich, dann fährt es zum nächsten, dann löscht er sich, dann fährt es hierhin, löscht sich. Und immer so weiter. Und in der nächsten Folge werden wir das eben hier schön einbauen und vielleicht noch das ein oder andere Detail hinzufügen. Ja, und das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe natürlich, sie hat euch gefallen. Und wenn das so ist, wenn ihr was lernen konntet, dann lasst gerne einen Like da. Hier verlinke ich euch jetzt noch das Video, wo wir diese Uhr zusammen repariert haben. Und auch das Video zum Radio, das...